Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist mal wieder eine Community-Runde dran. Morgen, denke ich mal, sehen wir uns dann bei den Patch Notes wieder. Diesmal von dem lieben MB23. Im Spiel heißt der WA75045. Ich weiß nicht, wie man sich so einen Namen geben kann. Wir nennen ihn einfach mal liebevoll Walter. Also, der Walter hat mir eine Runde eingesendet mit seiner Graf Spee. Wir lesen kurz vor, was er dazu schreibt. Schiff Graf Spee. Nach schwierigem Start und fast alleine gegen 4 Schlachtschiffen und ein DD auf meiner Seite die Gegner aufgehalten und dann noch mit fast keinem Leben mehr den CV gejagt. Überleben wir das Gefecht, kriegen wir den CV noch. Sehr, sehr schön geschrieben. Alle Spannung ist noch da. Ich bin mal sehr gespannt. Wir schauen uns mal kurz seine Skillung an. Als Kapitän hat er Karl von Müller drauf. Ich weiß ja nicht, ob er den Riegewald hat. Falls du den Riegewald hast, kann ich dir wirklich nur empfehlen, den Riegewald zu nehmen. Das ist auf den deutschen Kreuzern... einfach nur göttlich. Der geht auf den Kreuzern ab. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Auch auf der Graf Spee. Mit der Graf Spee wird man dann zum richtigen Schlachtschiffjäger. Gut, also als Inspiration hat er Charles Metten drauf. Drehgeschwindigkeit der Haupttürme, Verbesserung und die Nachladezeit will er runterdrücken. Und dann hat er noch Norman Scott drauf, um die Granatengruppierung zu verbessern. Man weiß ja, die Graf Spee ist schon so ein RNG-Schiff hier, ne? Das kann sein, dass man eine Runde hat, wo das Ding massiv streut wie eine Kneißenau und dann gibt's wieder Runden, wo sie dann halt wirklich ziemlich genau ist und wenn sie genau ist, dann haut die auch richtig rein. Da will er ein bisschen gegenarbeiten. Er hat dann hier außerhalb der Reichweite, um die Reichweite zu erhöhen. Er hat Pyromane drinne. Ah, ich hätte vielleicht sogar Expose genommen, weil der einfach die Reichweite vom Sonar nochmal verlängerst. Beziehungsweise die Reichweite, nicht die Dauer, sondern die Reichweite vom Sonar plus 1200 Meter. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Dann natürlich hier durchstoßen und er hat fixiert und zum Schluss vollständig verpackt. Macht natürlich bei der Graf Spee am meisten Sinn, weil der Kollege hat dann hier 3 Heals. Das würde ich genauso skillen. Dann schauen wir nochmal, was er so in das Schiffchen reingebaut hat. Er hat als erstes das Zielsystem Mod 1 drin, habe ich auch drin. Und als zweites hat er Antriebsmod 2 drin. Ich würde da das Steuergetriebe Mod 2 drin lassen. Also ich habe das Steuergetriebe Mod 2 drin, weil die Graf Spee ist halt nicht die wendigste. Und zeigt man wirklich so ein bisschen Breitseite mit ihr, dann verzeiht sie einem gar nichts und dann tut das richtig, richtig weh. Deswegen muss ich persönlich sagen, mag ich das Steuergetriebe deutlich mehr, gerade bei der Graf Spee. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir uns alles mal soweit angeguckt. Wie gesagt, ich würde, wenn du ihn hast, Walter, ich nenne dich jetzt die ganze Zeit Walter, das ist mir egal. Wenn man so einen Namen hat, dann kriegt er auch einen Kosenamen von mir. Wenn du den Riegewald haben solltest, aber ich glaube, du hast ihn nicht, weil ich denke, sonst hättest du ihn genommen, würde ich den Riegewald nehmen, hier komplett auf AP skillen, ne, Isoroku, Yamamoto, kann man natürlich auch sagen, ne, Durchschlag will ich jetzt nicht, da würde ich dann nochmal lieber Norman Scott drauf machen, um die Granatengruppierung zu verbessern. Aber den Günther Lüttiens würde ich drauf lassen, weil die Basisfähigkeit ist halt geil, ne? Du drückst die Nachladezeit runter und den AP-Schaden hoch. Also das ist halt wirklich, wirklich geil. Hier haben wir auch außerhalb der Reichweite. Dann haben wir hier Krakengeschoss in der Höchstgeschwindigkeit des Kreuzers plus 5%. Das heißt, du könntest dir das Motormodul sparen und könntest dann auf das Steuergetriebe gehen. Und du hast den Durchschlagskraftmultiplikator der AP plus 10%, dann hast du hier nochmal durchstoßen, hast hier fixiert und hast hier auch vollständig verpackt. Also im Großen und Ganzen, wenn du ihn haben solltest, würde ich mal den Riegewald testen. Glaubt mir, auf der Graf Spee geht der richtig ab. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich in seinem Gefecht wieder und schauen mal, ob er das Gefecht überlebt oder nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Bis gleich! So, Freunde, willkommen in Walter seiner Runde auf Walter seiner Graf Spee. Er ist hier Dreizack-Herrschaft unterwegs. Er hat eine Serov, eine Norka, eine Kali, eine Normandie, 2 Fuses, eine Nürnberg, eine Benson und eine Fubuki im Gegnerteam. Ich bin mal sehr gespannt. Boah, ist das bunt. Das ist wieder der wunderschöne HDR-Modus von der PlayStation 4 Pro. Ich kenne das, weil es gibt ja leider immer noch kein richtiges 4K für die PS4-Variante, was ich sehr schade finde. Und ich glaube, das wird leider auch nicht mehr kommen. So, er ist hier hinten bei C gespawnt. Ich bin mal gespannt. Eigentlich ausgeglichen. Er hat noch ein Schlachtschiff da und ein DD. Und wie man schon sieht, dreht die Dunkirk ab. Was ziemlich bescheiden ist, aber das ist leider auch immer wieder Standard, dass die Leute einfach nicht raffen, dass das hier ein Teamspiel ist und man sollte hier sein Team unterstützen. So, da hinten ist nämlich schon eine Fuso aufgegangen. So, die Mahan sagt, hier drauf schießen. Der Flugzeugträger ist auch hier drüben. Also dürfte eigentlich nur 2 Schiffe hier sein, wenn ich mich nicht irre. Ah, das war nix. Das war leider nix. Ah, das ist noch eine Norka und noch ein Schlachtschiff. Junge, der hat aber die Musik ganz schön laut hier.
So, schießt nochmal hier auf die Fuso, das macht er richtig. Ja, er muss natürlich jetzt, Alter. Er hat aber auch hier echt die A-Karte gezogen, ne? Da sind 4 Schlachtschiffe. Also da muss er jetzt defensiv spielen, was will er anderes machen. Da bleibt ihm nichts anderes übrig. Also da sieht man wieder, dass der Matchmaker hier wieder alles getan hat, um hier die Position der Schiffe richtig zu stellen. Ich kenne das ja manchmal auch, wo man sich da wirklich denkt, wenn man zum Beispiel 6er ist und man spawnt gegenüber nur 7ern. Und andersrum ist es genauso, wo ich mir dann denke, warum spawnen die 6er nicht gegenüber? Aber okay. Das weiß leider nur WG. So. Er muss aufpassen. Rechts steht die Kali, wenn ich das richtig sehe, dass er da nicht zu viel zeigt. Er macht es richtig. Fällt jetzt hier an die Insel ran. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Ne? Benson ist auch noch hier drüben. Also hat hier wirklich die A-Karte gezogen. Hat hier Glück, dass die Fuso Gott sei Dank ihn nicht richtig getroffen hat. Hat er in den Nebel reingetorbt? Ich vermute mal, er hofft, dass er die Benson was, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, was für ein DD war. Da raustorpen kann. Aha, da ist der CV. Ich weiß nicht, ob er sie da wirklich so trifft, weil sie hat gerade noch eingedreht. Ah, ein kleiner Treffer. Da ist die Norka. Ah, jetzt fahr nicht so weit raus, weil die Norka kann dich sofort rausnehmen. Ah, da hat er Glück, dass die Norka nicht trifft. Da hat er wirklich Glück, dass die Norka nicht richtig trifft. Da auch wieder nicht. Also das hätte er richtig böse enden können. Da war wirklich mal so ein bisschen das Glück auf seiner Seite. Ah, er muss hier weg. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, ne? Er muss hier weg. Die tummeln sich alle wieder bei A. Riechen sich gegenseitig an der Unterhose. Ich weiß nicht, was sie da hinten schon wieder alle machen. Das ist aber leider auch Standard bei Call of Duty, genau. Bei World of Warships Legends. Dass die Leute immer alle auf einen Haufen fahren. Dann ja nicht vorfahren, weil es ist ja eigentlich hier Herrschaftsmodus, ne? Bis auf unseren, genau. Bis auf seinen DD und er, die sich hier um C versuchen zu bemühen. Passiert da drüben gar nichts. Also die gammeln da alle hinter der Insel rum, obwohl da nicht wirklich viel ist. Das ist ja das Geile. Also die könnten da so nach vorne rushen. Klar, der eine DD ist da. Aber der CV steht natürlich da drüben auch. Und der CV geht sogar auf den DD. Nee, der geht auf das Stadtschiff. Ah, ich denke, auf die Distanz wirst du nicht viel Schaden auf der Nocker, auf der Kali machen. Bin mal gespannt. Aber immerhin doch, 3-9. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, die Amis, die sind halt hinten ziemlich weich. Er versucht da schön in die Aufbauten reinzuschießen. Da kommt der CV wieder. Ah, pass ja auf, Junge. Pass ja auf, Alter. Ah, ich glaube, die wären auch nicht scharf geworden. Ich glaube, dass er die viel zu spät geworfen hat. So, nochmal an die Breitseite. Da kann er natürlich jetzt richtig schön draufschießen. Er muss halt aufpassen, ne? Er kann jetzt nicht nach vorne pushen. Das ist sein Problem. Wenn er jetzt pusht, dann hat er da 3 Schlachtschiffe und ein DD. Die werden sich freuen und ihn ganz schnell da rausnehmen. Also ihm bleibt einfach hier leider nichts anderes übrig, als wirklich sehr stationär zu spielen. Oh, da hat er richtig Glück gehabt. Da hat er richtig Glück gehabt. Na, jetzt wird er wieder rückwärts weg. Da sollte er sich aber beeilen, weil die Norka hat ihn natürlich schön auf der Breitseite. Ah, Walter, was ja auf mit der Kali. Die kann dir ordentlich eine drücken. Ich verstehe halt nicht, warum die Dunkirk ihn so alleine lässt. Ja, der DD ist leider raus. Hat sich aber tapfer gehalten, das muss man wirklich fairerweise sagen. Aber das ist wieder dieses typische, ja, hirnlose Team, was man immer wieder in seinem Team bekommt, wo man sich denkt, Alter, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Verstehe auch nicht, guckt auf die Minikarte, warum das eine Schlachtschiff da oben immer noch an der Karte rumschimmelt. Also, für mich absolut nicht nachvollziehbar. So, jetzt ist die Überlegung. Ich denke mal, jetzt überlegt er, pushe ich jetzt die Normandie? Oder lasse ich es sein? Ja, genau. Du brauchst Hilfe da hinten. Du bist ein richtiger Kasper-Clown. Das Einzige, was du eventuell brauchst, ist vielleicht mal ein Tag Freiheit von der Konsole. Boah, da hat er wieder Glück gehabt, ey. Sehr schön angewinkelt.
So, jetzt komm. Jetzt topst du raus. Dann ist schon mal ein Schlag die weg. Ja, pass ja auf die Fuso auf. Ey. Hoffentlich sieht ihn die Fuso nicht. Ja, du musst die Torpedos nehmen. Die will dich rausrammen. Ärgerlich, dass er für so wenig Leben halt noch die Torpedos nehmen muss. Gut, dass er nochmal abgebremst hat. Torpedos voraus. Ja, jetzt. Ja, jetzt tut's weh. Jetzt tut's weh. Auf die Distanz. Das ist halt keine Graf-Spee-würdige Distanz. Also umso näher ihr kommt, umso anfälliger wird die Graf-Spee auch. Aber er hält hier wirklich sehr wacker C. Ja, die Dunkirk hätte da wirklich mal ein bisschen da bleiben sollen. Jetzt kommt zumindest noch ein Schlachtschiff vom B rübergefahren. Das ist auch das Mindeste, ne? Also das ist wirklich das Mindeste. Ja, du, was willst du denn als mit einer Unterstützung, du Pfeife? Jawohl. Und die Benson ist raus. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Hat die Führung übernommen. Ah, Nokka kommt eventuell raus oder bremst ab. Muss er natürlich aufpassen, ne? Eine Breitseite der Nokka und er kann direkt raus sein. Ah, pass auf, der CV fliegt dich an. So, jetzt komm, hau die Torps raus. Hau sie raus. Gut gemacht, Walter. Siehst du, jetzt mal ein bisschen früher rausgehauen. Jetzt schnell weg da. Aber auch selten nehme ich von der Nokka, muss man ganz ehrlich so sagen. Der weiß ganz genau, dass die Kraftspieler stehen und fährt trotzdem vor. Jawohl, Nokka ist raus. Jetzt haben sie immer noch die Fuso. Ja, du hast ja gerade getorbt, ne? Aber ich denke mal, er wollte jetzt gerade schauen, fährt sie vor, bleibt sie stehen, fährt sie rückwärts. Mache ich auch immer wieder. Das erkennt man mit den Torpedos immer am besten. Aber die hättest du jetzt pushen können. Die hättest du jetzt pushen können, die, der DD ist draußen. Also die hätte ich jetzt gepusht. Weil du hast 28er, das darfst du nicht vergessen. Und gerade im Nahkampf sind die saumäßig gefährlich. Ah ja, willst du jetzt nochmal toppen? Hätte ich persönlich wahrscheinlich nicht so gemacht. Nicht ehrlich, ich wäre da reingefahren. Ich hätte mir jetzt die Fuso geschnappt. Weil jetzt zeigt er natürlich schön das weiche Heck, ne? Und das tut weh. Also du darfst weder Bow noch Heck tanken. mit der Kraftspee. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, du hättest dir dann deutlich mehr Leben sparen können, wenn du sie gepusht hättest, frontal und dann schön angewinkelt. Ja, und die Torpedos gehen auch noch daneben. Hat aber jetzt hier nochmal die anderen Torpedos. Du musst werfen, sonst gehen die in den Berg rein. So. Komm schon weiter. Versenkst du noch. Problem gelöst. Aber die gehen auch vorbei. Die gehen alle vorbei. Ja. Also, den Damage, den hätte er sich sparen können. Da hätte ich wirklich, da wäre ich vorne weggefahren, hätte das Ding gepusht. Und, hätte da wirklich dann mit den Geschützen geschossen. Also da hättest du dir auf jeden Fall noch mal ein bisschen neben haben können. Aber sie ist jetzt abgelenkt. Mal schauen, ob sie jetzt auf die Graf Spee geht. Ich verstehe gar nicht, warum er so viele Boosterfahren drauf hat. Das ist doch ein Premium-Schiff. Da ist das doch eigentlich total unnötig. Ah, Torpen wird dir wahrscheinlich gerade nichts... Weiß ich nicht. Ich denke, die wird eindrehen. Ich glaube nicht, dass die Torpedos treffen werden. Also ich glaube, die hättest du dir auch wieder sparen können. Nee, er dreht nicht ein, oder? Nee, er dreht ab. Das ist ziemlich dämlich von der Fuso. Doch, jetzt dreht er ein. Ein bisschen spät eingedreht. Also hätte die gleich eingedreht, dann hätte die wahrscheinlich die Dinger nicht bekommen. Aber so konnte er sie jetzt versenken. Ja, wirklich viel Hauptbatterietreffer hat er nicht gemacht. Ne? Also den meisten Schaden hat er jetzt hier durch die Torpedos gemacht. 48 Hauptbatterietreffer. So, jetzt komm. Jetzt pusht die Seraph da raus, dass die hier noch deinen Kraken kriegst.
Aber jetzt ist die Dunkel ganz vorne, ne? Jetzt ist die Dunkel ganz vorne. Will hier sich auch nochmal ein bisschen was abschnabulieren. Ja, nicht sein Team vorher helfen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also sein Team ist wirklich, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, ohne jetzt hier beleidigend zu werden. Ja, nennen wir es mal, das ist so eine typische Ententruppe. Es ist wirklich so eine typische Ententruppe. Also, er hat da wirklich, ihm blieb auch nichts anderes übrig, ne? Ich denke mal, es werden jetzt viele sagen, boah, das war ganz schön stationär. Ja, keine Frage. Aber er hatte keine anderen Möglichkeiten. Also, ich hätte genauso gespielt. Und dafür hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hat das Ding wirklich gut gehalten. Lange gehalten, auch wenn C die ganze Zeit jetzt in Feindeshand ist. Aber trotzdem hat er halt die Flanke nicht aufgegeben. Und das ist immer ganz wichtig, was die meisten Leute einfach nicht verstehen. Wenn man gleich von Anfang an eine Flanke aufgibt, dann können die Feinde einfach von zwei Flanken aus pushen und dann ist man in einem Kessel drinne. Und ich denke, wer so ein bisschen geschichtlich mitbekommen hat, immer wenn irgendwelche Einheiten eingekesselt wurden, die haben meistens dann auch verloren. Und das ist bei Legends genau das gleiche. Das wäre jetzt noch witzig, wenn die Dunkirk auch noch rausgeht. Ich würde es ihm gönnen. Bin ich ganz ehrlich, ich würde es Dunkirk gönnen, dass die jetzt hier rausgeht. Ja, die hat einen Wassereinbruch. Komm, geh raus. Zack, jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Hat er sich verdient, bin ich ganz ehrlich. Das ist auch kein Hass oder sowas, aber er hat es sich verdient, weil er hat sein Team hier auf C gleich von Anfang an aufgegeben und das macht man einfach nicht. Und das ist genau das Problem bei Legends. Ja, Teamspieler, die sind leider sehr rar und das ist für mich halt der Grund, warum ich only Division spiele. Also es ist wirklich selten, dass ich noch alleine spiele, weil ich mich dann nur über die Leute aufrege und habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil die Seraph kann ihn natürlich auch noch rausholen, ne? Er ist nicht die schnellste hier. Sie hat zwar gerade geworfen und die Graf Spee hat nicht die beste Flak. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Aber es sieht schlecht aus. Es sieht wirklich schlecht aus. Und er kommt wieder mit Springbomben und das könnte es gewesen sein. Dreh ein, komm, dreh ein. Dass du frontal zu den Fliegern stehst. Jawohl, er macht's. Ah, ich denke mal. Oh, hat er ein Glück. Habt ihr gesehen, wie die eine Springbombe noch zur Seite weggehüpft ist? Alter, so ein Glück hätte ich auch mal gerne. So, jetzt komm, jetzt gönnen sie dir. Jawohl, Zita, und nochmal eine. Komm, hau raus das Ding. Walter, komm! Walter, worauf wartest du denn? Jawohl, komm schon! Jawohl, nochmal eine Zita. Walter, ach, hör doch auf mit den Torpedos. Schieß mit deiner Geschützen. Dafür hast du noch, Walter. Komm, Walter, ich will sie versenken. Walter, komm schon! Jawohl, geht doch. Und noch eine Krake. Und noch eine Zita. Eine Krake, Großkaliber. So möchte ich das sehen. Perfekt, Walter. Geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt pass nur auf, dass sich der CV dann nicht rausholt. Das wäre echt ärgerlich. Genau, schön drauf gucken, wie der jetzt fliegt und reindrehen. So sieht's aus, Walter. 110.000, das ist eine sehr, sehr schöne Quote für die Kraftspree. Dreh rein, Walter. Sehr gut. Jawohl. Nur ein Brand ausgelöst. Kann er gleich nochmal löschen. Und das wird's gewesen sein. Also der CV wird hier nichts mehr machen können. Aber auch eine sehr bescheidene Team, also Matchmaking-Runde, ne? Als einziger Kreuzer. Ja, also am Matchmaking, da muss Wargaming echt nochmal ein bisschen arbeiten. Dass die Teams wirklich ausgeglichener sind. Dass die Schiffe ausgeglichener sind. Das wäre schon sehr schön. Weil ich kenne das auch, ne? Wenn ich mal Schlachtschiff fahre, dann habe ich auf einmal 5 oder 6 DDs oder Kreuzer im Gegnerteam. Bin manchmal alleine oder halt zu zweit, was Schlachtschiff angeht. Jawohl, das Ding ist gewonnen. Sehr, sehr schöne Runde, auch wenn sie sehr stationär war. Aber wie gesagt, er konnte nichts anderes machen. Dafür, er hat das Beste draus gemacht, bin ich ganz ehrlich. Wirklich eine sehr geile Runde. Hat sich da gut behauptet. Wie gesagt, bei der Fuso hätte ich persönlich, wäre ich aggressiver reingefahren. Ich denke, da hättest du dir noch ein paar Leben sparen können. Ja, 5 Schiffe versenkt, 3 Zitas, 15 abgeschossene Flugzeuge, 7 Torpedotreffer, 4 Wassereinbrüche. Platz 1 mit 2730 Basis-EP. Und dann schauen wir uns nochmal den wirtschaftlichen Teil an. Zeigt ihr uns ihn auch nochmal. Und 430.709 Credits plus gefahren. Ja, Fazit zum Schluss, Walter, hast du wirklich sehr gut gespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch, dass du das nicht gleich alles in die Beschreibung geknallt hast, dass wir uns jetzt hier wirklich überraschen lassen konnten. Nee, hat mir wirklich gefallen. Und ja, wenn du den, wie heißt er denn schon wieder? Den Riegewald nicht haben solltest und er kommt wieder rein, hol dir den mal, du wirst mit dem eine pure Freude haben, der ist wirklich, wirklich geil und ich denke, da wirst du dann auch öfters mal mit der Hauptbatterie schießen, weil die 28er gerade auf 5 und 6,
Oder wenn du Glück hast und 5 und 4 bekommst, dann tun die richtig, richtig weh, auch bei den Schlachtschiffen. Ja, Freunde, dann sehen wir uns eventuell morgen wieder bei den Patch Notes. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, euer Adlerware. Macht's gut!